Hallo zusammen, in dem Video heute geht es um zwei Stadterneuerungsprojekte der Stadt Seoul, dem Changecheon und Seoul 7017, welche wenig genutzte Straßen in grüne Infrastruktur für Fußgänger und Fahrradfahrer umwandeln. Der Changecheon ist ein 11 Kilometer langer Bach, der mitten durch die Stadt Seoul fließt. Doch es sah nicht immer hier genauso aus. Nach dem Koreakrieg, der 1950 bis 1953 angedauert hat und offiziell nicht durch einen Friedensvertrag beendet wurde, sondern nur durch einen Waffenstillstand pausiert, weshalb streng genommen Süd- und Nordkorea sich immer noch im Krieg befinden, ist Südkorea in eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs geraten. Diese Zeit wird auch Miracle of the Han River genannt oder das Wunder vom Han-Fluss. Während dieser Zeit hat sich Südkorea in nur 40 Jahren von einem der ärmsten Länder, von dem drittärmsten Land der Welt, mit fast gar keinen natürlichen Ressourcen, zu einer Industrienation entwickelt. Und während genau dieser Zeit hat die Regierung wegen dem zusätzlichen Bedarf nach Infrastruktur über diesen Fluss hier eine Straße gebaut. Allerdings hat sich die Regierung Anfang der 2000er Jahre entschieden, diese Straße wieder zu entfernen, unter anderem wegen den hohen Kosten, die entstanden wären, um die Straße zu reparieren, aber vor allem auch dadurch, um die Natur wieder in die Stadt Seoul einzuführen. Das Projekt hat insgesamt etwa 2 Jahre gedauert, 900 Millionen US-Dollar gekostet und ist seit 2005 fertig. Anfangs stand das Projekt unter heftiger Kritik, vor allem wegen den hohen Kosten für den Umbau selbst, aber auch für die laufenden Kosten, da das Wasser des Changecheon nicht mehr ausreicht, um natürlich zu fließen, weshalb täglich etwa 120.000 Tonnen Wasser von dem Han-Fluss, dem größten Fluss Seouls, sowie von benachbarten U-Bahn-Stationen gepumpt werden müssen, damit dieser Fluss fließen kann. Dennoch wird das Projekt größtenteils als Erfolg gesehen. Das Hauptziel, die Natur in die Stadt wieder einzuführen, wurde erreicht. Zudem wurde ein natürliches Habitat für Menschen und Tiere mit sauberem Wasser geschaffen. Außerdem wurde es erreicht, dass weniger Fahrzeuge in der Gegend unterwegs sind und die Menschen stattdessen vermehrt mit U-Bahnen, Bussen oder hier selbst zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Zudem hat das Projekt geholfen, den Verkehr in der Stadt effizienter und schneller zu machen, was ein Beispiel für das Preisparadox ist, welches besagt, dass das Hinzufügen von Straßen in einem ohnehin dicht besiedelten Straßennetzwerk den Verkehr gar nicht schneller, sondern im Gegenteil langsamer macht. Ein noch aktuelleres Beispiel ist Seoul 7017, ein ehemaliger Highway, der 1970 errichtet wurde während der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Ähnlich wie beim Changecheon hat sich dieser mit der Zeit allerdings abgenutzt, weshalb hohe Kosten angefallen wären, diesen zu restaurieren. Demnach hat sich die Regierung dazu entschieden, den Highway umzufunktionieren in eine etwa 1 Kilometer lange Fußgängerbrücke, die zugleich Erholungsort für die Einwohner sowie Heimat für bis zu 24.000 Pflanzen ist. Das Projekt wurde 2017 nach etwa 1,5 Jahren fertiggestellt für etwa 52 Millionen US-Dollar und verkürzt die Gehminuten in dem Stadtzentrum erheblich. Außerdem regt es, ähnlich wie beim Changecheon, dazu an, alternative Mobilitäten zu benutzen, wie zum Beispiel Laufen oder Fahrradfahren.